Ohne Frage, in diesem Vergleich, Sie kennen EOS R5, die bessere Kamera. Es gibt einfach wahnsinnig viele Punkte, die für die R5 sprechen und eigentlich nur zwei Punkte, die für die R6 sprechen. Und das sind relativ, naja, mehr oder weniger schwache Punkte. Punkt Nummer eins, die ganzen Features, die R5 zusätzlich bietet zu R6, brauchst du nicht. Also kannst du R6 greifen. Und Punkt Nummer zwei, der dann auch richtig relevant wird, ist der Preis. Und da muss man sich auch überlegen, ob einem das eine oder andere Feature so viel wert ist. Aktuell kostet die R5 hier bei Fotomundus 4.499 Euro. Es gibt noch 500 Euro Cashback aktuell und die R6 kostet 2.499 Euro. 300 Cashback gibt es, kommen wir also auf 2.200 Euro. Also beides eine ordentliche Stange Geld. Ich zeige dir das bei Fotomundus, denn die R5 habe ich von Fotomundus für den Test hier. Vielen Dank dafür. Es gibt aber auch noch andere Aktionen, also nicht nur diese Cashback-Aktion bei Canon, sondern wenn wir auf Aktionen klickst, dann siehst du, was es alles gibt hier. Canon Winter Cashback, die 500 Euro gibt es eben bei der R5. Aber es gibt auch Sony, Panasonic, Sigma, bla bla bla. Guck einfach auf die Webseite von Fotomundus. Da habe ich übrigens auch meine R6 gekauft damals. Habe ich, ach, kann ich da auch zeigen, in Zahlungnahme hier genutzt. Naja, guck dir selber an. Vergleichen wir lieber diese zwei Kameras. Gute Fotos kann man natürlich mit beiden Kameras machen. Generell heißt es ja eh, der Fotograf macht das Bild und um ehrlich zu sein, das Objektiv ist wichtiger als der Body. Was am Body allerdings wichtig ist, ist das Handling. Du siehst jetzt gerade von hinten, die beiden Kameras sehen sich sehr ähnlich. Es gibt ein paar minimale Unterschiede, gehen wir ganz kurz drauf ein. Also generell das Gehäuse der R5 soll irgendwie stabiler sein, komplett Magnesium und besser abgedichtet als das der R6. Ich habe das jetzt natürlich nicht probiert. Ich bin nicht mit dem Panzer drüber gefahren, ich habe sie nicht ins Wasser geschmissen. Von daher kann ich das nicht sagen, wie viel besser das Objektiv, das Gehäuse ist. Man sieht auf jeden Fall hier, hat man überall so eine Gummierung. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, ist auch nicht so wichtig. Es fehlt eben bei der R6. Bei der R6 ist es hier, nennen wir es einfach mal Plastik. Ob es tatsächlich Plastik ist, weiß ich nicht. Außerdem hat die R5 ein paar mehr Anschlüsse. Hier vorne, ich weiß gar nicht, was es ist, irgendwie so ein Blitzgedöns. Hier sieht man den. Hier und hier auf der Seite sieht man auch, hat man hier eben USB-HDMI haben wir ja auch, USB-HDMI haben wir hier auch, Mikrofon, Kopfhörer haben wir auch und hier haben wir noch so ein Blitzteil, was, na, rummeln wir mal auf, was hier eben so aussieht. Wer das braucht, findet das bei der R5 und bei der R6 findet man stattdessen so einen kleinen, so eine kleine Dose für einen Fernauslöser. Dann gibt es noch einen kleinen Unterschied beim Sucher, der hier löst höher auf, also der von der R5 als der bei der R6. Aber ganz ehrlich, ich mit meinen blinden Augen sehe da überhaupt keinen Unterschied. Von daher gibt es keinen Grund, da irgendwas zu sagen. Und das Display, aber auch das merkt man nur, wenn man sieht oder wenn man es weiß, das Display der R5, hier R5, hier R6 ist minimal größer als das, es spiegelt. Ja, so. Also ist minimal größer als das der 6. Löst ein bisschen höher auf, aber auch da sieht man keinen Unterschied. Größter Unterschied, habe ich in meinem letzten Video über die Kamera schon gesagt, ist das Moduswahlrad. R6, jetzt habe ich es so rum vertauscht, machen wir so rum wieder. R6 hat ein klassisches Moduswahlrad, eben hier zum Drehen. Die R5 hingegen hat hier diesen Mode-Button, um dann, machen wir mal hier. So muss man anmachen, sonst funktioniert das natürlich nicht. Also die R5 hat hier diesen Mode-Button, um hier umzustellen. Na, muss man natürlich auch draufbleiben, kann man hier die verschiedenen Modi einstellen. Und man kann auch hier auf die Fotomodus-Dinger gehen. Richtig cool ist, man kann diese Dinger auch einschränken, wenn man möchte. Also man kann sagen, hier Modi einschränken, habe ich hier im letzten Video schon gemacht, deshalb sind hier schon welche ausgewählt. Das heißt, jetzt sind sie eingeschränkt. Nee, sind sie nicht eingeschränkt, habe ich wahrscheinlich OK gedrückt. So, ja, natürlich muss ich das auch aktivieren. So. Jetzt sind sie eingeschränkt. Es sind nur die wählbar, die ich hier ausgewählt habe. Aber viel besser finde ich, oder aus, viel besser finde ich die Möglichkeit, hier die Tasten anzupassen. Und da kann man leider nicht auf alle Tasten. Das ist so ein Problem der R6 und auch der R5, dass nicht alle Funktionen auf alle Tasten gehen. Das ist eh total bescheuert. Also man kann zum Beispiel. Erzähle ich dir gleich. Ich wollte jetzt erstmal hier weitermachen mit dem mit den Modi. Man kann hier auf die MFN-Taste, das ist die hier vorne, kann man C legen. C heißt, dass ich einfach hier durch die Custom Settings switchen kann. Also ich habe drei Custom Settings, habe ich hier auch. Aber hier kann ich ganz einfach durchswitchen. Die kann ich eben für mich so einstellen, wie ich sie brauche. Und kann dann ohne
quasi abzusetzen, die Kamera, weil ich nicht auf das Moduswahlrad gucken muss, kann ich durch die Modi durchswitchen. Das funktioniert auch im Videomodus, im Videomodus generell. Einfach umstellen auf Videomodus, Mode drücken und hinten den Info-Knopf drücken, dann bin ich im Videomodus und da habe ich das genauso. Da kann ich auch durch die Custom-Settings durchswitchen. So richtig habe ich die allerdings hier gar nicht eingestellt. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Dann wollte ich gerade eben ja noch meckern, wenn wir schon bei Tasten sind, was zum Beispiel so total blöd ist. Ich kann Tasten anpassen. Ich kann hier diese Q-Taste, also die hier hinten, wo ich ins Q-Menü komme, kann ich, wo haben wir sie? Ah, genau, da kann ich lang suchen. Die kann ich nicht konfigurieren. Das meine ich. Wie bescheuert ist denn das? Ich kann nämlich zum Beispiel hier auf den Set-Button da in der Mitte, so wie ich es bei meinem M habe, hatte ich das ursprünglich, kann ich hier Q legen. So, Q, ja? Aber diesen Knopf kann ich nicht definieren dann. Ich habe dann hier zwar mein Q drin, aber es ist doppelt gemoppelt, weil es eben auf dem Q da oben auch ist und ich das nicht wegkriege. Also das sind so ein paar Dinge, die jetzt nicht spezifisch R5 sind, sondern spezifisch Canon, dass man einfach manche Sachen nicht so richtig konfigurieren kann, wo man denkt, warum? Warum kann ich das nicht ändern? So. Aber ich höre mal auf zu meckern. Meckern macht halt so einen Spaß aus. Schlussendlich ging es ja um die Unterschiede der beiden Kameras. Du hast schon gesehen, die R5 hat ein Schulterdisplay, fällt bei der R6. Außerdem hat die R5 ein Steckplatz für CF Express und ein Steckplatz für SD. Die R6 hat zweimal SD-Karte. Und, was du auch schon gesehen hast, im Videomodus hat die R6 eben, nicht die R6, die R5, eben viel mehr Möglichkeiten im Automatik, Programmautomatik, TV, AVM, bla bla bla. Und drei Custom Settings. Das ist eigentlich ganz cool. Das gibt es bei der R6 nicht. Alles, was du da ändern möchtest, kannst du nicht als Custom Setting speichern, sondern musst du eben im Menü direkt machen. Also ich habe ganz zum Beispiel immer den Movie Crop Modus. Wenn man da hin und her switchen kann, ist das ganz cool. Ich muss es eben dann im My Menü, habe ich mir die Funktion reingelegt, sodass ich schnell ändern kann. Von daher, ein Workaround gibt es auch, um das mit der R6 zu machen, nur eben nicht so einfach wie mit der R5. Also generell ist das Moduswahlrad echt so der große Game Changer. Aber wenn ich ehrlich bin, jetzt bei den ganzen Fototouren, wo ich war, da war ich dann halt die ganze Zeit im AV-Modus. Manchmal habe ich vielleicht dann das Fokusfeld umgestellt. Ja, da habe ich bei der R6 bei mir einfach da vorne den Knopf belegt, hier diesen für die eigentlich für die Blende, Schärfentiefe, Kontrolle, wie heißt denn das? Abblendtaste heißt die normalerweise. Und ich kann da einfach, also das ist hier, kann ich damit einfach durchswitchen. Tja, und dann auf Tieraugen AF mal umstellen. Da habe ich halt da oben meine Custom Settings. Tieraugen AF ist bei mir Custom Setting Nummer 2. Von daher, es ist wirklich besser bei der R5, aber ob man es wirklich braucht, ich weiß es nicht. Und auch die Movie-Modi, naja, da zwischendurch switchen ist auch okay, aber auch da, ob man es wirklich braucht, ich weiß es nicht. Gut, allergrößter Unterschied ist aber natürlich der Sensor. Löst hier 45 Megapixel auf, löst hier 20 Megapixel auf. Dadurch kann man hier 8K-Videos aufnehmen, hier nur 4K-Videos. Aber gucken wir uns die 8K-Videos mal an. Und toll, was haben wir gesehen? Nix. Liegt daran, dass dieses Video in 4K ist und dass du wahrscheinlich eh kein Gerät hast, das 8K ausgeben kann. Ich halte von der Ausgabe in 8K eh nichts. Ich halte nicht mal so richtig was in der Ausgabe von 4K, das hat sich irgendwie so eingebürgert. Schön ist 8K, dass man natürlich im Nachhinein Zoom-Fahrten einbauen kann. Aber sonst nutze ich doch auch da lieber den Movie-Crop-Modus, denn da kann ich auch mit 60 Frames die Sekunde filmen. Das geht in 8K nicht, da geht maximal 30 Bilder die Sekunde. Hier Unterschied. 8K rangezoomt. Und jetzt der Crop-Modus in normaler Geschwindigkeit. Und das Ganze in 50% Geschwindigkeit. Das kann ich machen, weil ich eben 60 Bilder die Sekunde aufgenommen habe und dieses Video 30 Bilder die Sekunde hat. Aber unterm Strich, 8K ist schön und gut, ich brauche es aber nicht. Viel besser ist vielleicht der High-Frame-Rate-Modus. 120 Bilder die Sekunde kann man mit der R5 in 4K aufnehmen. Sieht so aus. Mit der R6 geht es nur in Full-HD. Da sieht es so aus. Hast du einen Unterschied gesehen? Ja, okay, ich gebe zu, man sieht einen Unterschied, aber naja, muss jeder selber für sich wissen. Also es sind alles solche Dinge, die so extrem sind, dass ich für mich sage, ich brauche es nicht. Noch gut zu wissen vielleicht, bei der R5, na, hier muss ich hin, kann ich zwischen All-Eye und IB,
IPB wählen bei der R6 hingegen. Da muss ich jetzt mal auf den Movie-Modus hier. Kann ich, ah, jetzt bin ich in High Frame Rate. Hallo, da machen wir hier mal High Frame Rate deaktivieren. So, dann gucken wir hier mal durch. Hier habe ich halt nur diese IPB und ich kann bei der R5 auch auf Cinema DCI, also auf das breitere 4K oder eben das schmalere, also 3048 oder 4096. Das geht bei der R6 auch nicht. Da habe ich einfach nur dieses 4096. Das sind so die Unterschiede im Movie-Modus. Eine Sache vielleicht noch, ich hatte ja bei meinem ersten Video zur R5 gesagt, mich interessiert, wie der Rolling Shutter ist, weil der bei der R6 doch echt mies ist. Gucken wir uns an. 4K30. Jupp, eindeutig, die R5 macht es besser bei 4K30, aber bei 4K60 holt die R6 auf. Minimal finde ich die R5 da immer noch besser, aber die Unterschiede sind jetzt nicht so groß, wenn man 4K60 nimmt. Wer unbedingt 4K30 nehmen möchte oder 4K24, 4K25, hat beim Rolling Shutter bei der R5 definitiv einen Vorteil. Es gibt dann auch noch dieses High Quality 4K, wo waren das nochmal? Hier kann ich 4K HQ-Modus, da rechnet er dann die 8K direkt klein auf 4K. Das ändert an der ganzen Sache aber nichts. Und du wirst hier im Bild auch keinen Unterschied sehen, deshalb lassen wir das einfach weg. Gut, Clean HDMI haben sie beide. Beide lassen sich per USB-C powern, also betreiben und auch laden. Beide haben die gleiche Serienbildgeschwindigkeit, beide haben den gleichen Bildstabi. Ich würde sagen, wir sind schon bei Fotos. Gucken wir uns einfach mal ein Bild an. Die Biene hier zum Beispiel. Zum Foto angucken habe ich ein bisschen umgebaut. Aber wie gesagt, EOS R5 hat 45 Megapixel und die EOS R6 hat 20 Megapixel. Gefühlt rauscht die EOS R5 ein bisschen früher, aber ich habe da keine Labortests gemacht. Ich halte eh nichts von Labortests. Liegt wahrscheinlich an den zusätzlichen Megapixel oder an den kleineren Pixel, aber es ist minimal. Aber generell, sage ich mal, mehr Megapixel schaden definitiv nicht. Im Autofokus gibt es auch noch einen kleinen Unterschied. Der sagt, oder da sagt die technischen Daten sagen, R6 Lichtwert minus 6,5 und hier Lichtwert minus 6. Können Sie fokussieren, aber mein Gott, diese halbe Blendenstufe. Gucken wir uns das Bild an. Aufgenommen habe ich das mit dem 24-240, wo ich ja dachte, das löst gar nicht so hoch auf. Aber wenn man reinzoomt, da sieht man halt doch, was geht, oder? Das ist doch einfach gigantisch, oder? Krass, gell? Ja, aber weißt du, was auch krass ist? Das Bild wurde mit der R6 aufgenommen mit 20 Megapixel und ich habe es, hier steht Enhanced, ich habe Super Resolution von Adobe benutzt. Und damit lässt sich sowas aus einer R6 rausholen. Also. Gut. Ich hab's, mit der R5 habe ich sowas natürlich auch gemacht. Hier direkt aus der R5 ohne Super Resolution. Kann man auch ganz schön reinzoomen. Nicht ganz so weit wie mit Super Resolution bei der R6, aber ist halt auch schon krass, was geht. Und natürlich habe ich dieses R5-Bild auch durch Super Resolution gejagt und da kommt dann sowas raus. Das ist schon irre. Also, ohne Frage, 45 Megapixel bringen was. Hier sieht man es auch schön. R6. Wenn man hier ranguckt, sieht man halt doch, dass es nicht ganz so sauber ist wie bei der R5. Da hat man einfach deutlich mehr Details und es ist schon unfassbar gecroppt hier. Denn tatsächlich ist das Bild eigentlich so groß. Ja, das brauche ich jetzt nicht, diese Infos hier. Tatsächlich ist das Bild so groß und bei der R6 genauso, wenn ich hier so mache. Also man kann bei beiden brutal weit reincroppen. Hier. Das war jetzt R6, glaube ich. Ja, hier war es R6. Hier war es R5. Natürlich sieht man jetzt auf dem Display in dieser Auflösung keinen Unterschied, aber wenn man halt nah rangeht, R5, R6. Und da hat Super Resolution auch nichts gebracht. Also da hat Super Resolution hier die Kanten schlechter gemacht, als sie es mit Super Resolution waren. Ich habe jetzt auch ein paar anderen Bilder probiert und auch mit dem 1535 und mit dem 24-240. Unterm Strich merkt man schon, dass die R5 eine höhere Auflösung hat und Super Resolution funktioniert eben nicht immer. Das hat bei der Biene wunderbar funktioniert, aber bei der Pusteblume hat es nicht funktioniert und bei anderen Bildern hat es auch nicht so gut funktioniert. Aber Hand aufs Herz, wer so ein Bild hier möchte, ja, so hier ungefähr oder was weiß ich, der fotografiert es doch nicht so. Also von daher,
Ah, du merkst schon, mir fällt es gar nicht so schwer, vernünftig zu sein bei diesen zwei Kameras. Natürlich gibt es Bereiche, wo 45 Megapixel einfach sein müssen. Wenn man zum Beispiel super groß ausdrucken möchte und es dann auch noch detailliert haben möchte. Aber ehrlich gesagt, auch da vergrößert sich ja der Betrachtungsabstand, sodass das Auge das gar nicht mehr auflöst. Also ganz ehrlich, mich haben die 45 Megapixel nicht so umgehauen wie gedacht, fällt sich mit den 20 Megapixel der R6 doch auch unfassbar viel machen lassen. Also hier, was habe ich hier? R6, sehe hier auf diesem Display keinen Unterschied, ob ich jetzt R6 oder R5 in dieser Größe habe. Ja, jetzt hat es wieder, naja, hat es ein bisschen kleiner gemacht. Aber du weißt, was ich meine. Aber ich werde die R5 tatsächlich zurückschicken und bei meiner R6 bleiben. Es sind definitiv beides super gute Kameras. Die eine ist sehr gut, die andere ist super mega sehr gut. Vor allem in Sachen Bedienung finde ich die R5 mit diesem Moduswahlrad einfach besser. Ach, die Sprachmemo sollte ich vielleicht noch erwähnen. Ich habe das einmal ausprobiert und seitdem nie wieder benutzt. Muss ich auch die Kirche im Dorf lassen und ehrlich sein. Klar gibt es Momente, wo das gut ist. Genauso wie das Schulterdisplay, jetzt wenn es gerade angeht. Da bin ich auch schnell dran gewöhnt, ist gar nicht so schlecht. Aber ich konnte bis jetzt auch immer ohne Schulterdisplay. Und wenn man das Ganze in Relation zum Preis setzt, da kriegt man bei der R6 einfach viel, viel mehr Geld für Kamera. Andersrum, viel, viel mehr Kamera für sein Geld. Wäre natürlich toll, wenn man auch Geld kriegen würde, als bei der R5. Und stopp! Wie so oft beim Schnitt des Videos ist mir noch ein wichtiger Punkt eingefallen, der für die R5 spricht. Und du siehst schon, nämlich dann, wenn du oft vom Querformat ins Hochformat schneidest, hast du bei der R5 natürlich deutlich mehr Luft. Klar, das ist auch nur Croppen, aber es ist halt eine spezielle Art von Croppen, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Filmst du in 8K zum Beispiel, kannst du daraus immer noch ein 4K-Hochkantvideo schneiden. Aber das braucht, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber auch bei Fotos, wenn man hier guckt, die R6, die hat nämlich 3848 Pixel in der Höhe. Das heißt, wenn ich das ins Hochformat schneide, habe ich schon weniger als 4K Auflösung in der Höhe. Gut, ich hatte es vorher schon gesagt, mir reicht es. Aber trotzdem, ich wollte es erwähnt haben, denn die R5, die hat 5464 Pixel, also da ist noch deutlich mehr Luft und kann sogar noch beschneiden und ist immer noch höher als 4K. Also wer das oft macht, vom Querformat ins Hochformat schneiden, hat definitiv mehr Luft mit der R5. Aber das sollte eigentlich auch klar gewesen sein. Ich wollte es erwähnt haben. Ich bin gespannt, was du über die R5 oder die R6 denkst. Kommentier unten drunter mal. Unten drunter findest du auch die Links zu Fotomundus. Außerdem, übers EOS R-System habe ich schon viel gemacht. Hier gibt es eine ganze Playlist dazu. Und zu Canon mache ich generell viel. Vielleicht auch mal was zu anderen Kameras. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann kriegst du es mit, wenn da ein neues Video kommt. Hier gibt es noch mein letztes Video. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.